Nee, aufgeregt bin ich überhaupt gar nicht. Ich bin eher motiviert. Ja? Ich habe es gestern schon gesagt, ja, das ist mein zweites und letztes Event ja, für Stefan Raab. Und ich denke mir einfach mal, ja, der Adrenalinspiegel ist so groß, ja, ich könnte King Kong rausfeuern. Das ist das Schönste überhaupt. Nee, ich habe eine geile Karre, ja, hat 200 PS unter den Hintern. Ich bin ja gerade mal rausgefahren. Ich habe mir eine Taktik hier ja, zurechtgelegt und die denken jetzt alle, ja, ich komme damit nicht zurecht. Abwarten, ne? Ihr kleinen Heinzelmännchen. Ich komme, ich habe kein Problem damit. Ja, da ich ja an erster Stelle fahre und gerade in mit der Maschine mit 200 PS, da habe ich mir schon einiges ausgedacht und ich denke mir einfach mal, wenn du 200 PS unterm Hintern hast, ja, ja dann brauche ich dazu gar nichts mehr sagen. Ja? Ne? Die müssen hinten gucken, ja, dass die Staubwolke da ist. Das ist das Schöne. Ja, privat bin ich ein ganz kompatibler Fahrer. Ich habe Kinder, ich habe eine Frau, aber wenn ich alleine bin, dann drücke ich schon mal drauf, ist ganz klar. Nein, Fallobst gibt es nicht. Also in der 3000er-Klasse kenne ich überhaupt, der kein Fallobst ist. Also das sind alles Psychos. Das sind alles Psychos. Ja, wenn ich das sehe, Junkerbeck, ja, Kelly und dann auf einmal Stefan Raab und wie sie alle heißen. Ja, das ist harte Konkurrenz, ja, aber der Stärkste setzt sich durch im Teil. Stefan, auch wenn du jetzt von uns gehst, ja, ich habe dich in mein Herz reingeschlossen. Du bist der fantastischste Mensch überhaupt, den ich kennengelernt habe. Ja, und ich bedanke mich erstmal auf diesem Wege, ja, dass ich überhaupt mitmachen durfte. Und eins muss ich dir auf den Weg geben. Auch wenn es für mich und für dich heute das letzte Event ist, ich werde dich wegtreten. Das sage ich dir. Ja. Du weißt, wie ich das meine, aber ich bin Ruhrpottler, ich bin auf Schalke. Das ist mein Heim, meine Wohnort.